auch wir von Eker, insbesondere der Bereich der Möbelfertigteile, sind für die Grillbowl Challenge nominiert worden, wo wir natürlich gerne mitmachen. Bevor wir mit der Grillbowl Challenge im Werk drinnen dann starten, würde man gerne noch ein bisschen einen Eindruck über den Bereich Möbelfertigteile geben. Also wir produzieren seit 26 Jahren Möbelfertigteile, mittlerweile an 4 Standorten in Europa. Als erstes möchten wir jetzt einmal ganz herzlich beim Anton Nodecker von der Firma Nodecker Massiv GmbH aus St. Ulrich für die Nominierung der Grillbowl Challenge bedanken. Die haben wir natürlich sehr gerne angenommen. Du hast ja in deiner Nominierung erwartet, mich in einer Sommerfigur zu sehen. Leider habe ich da den Wunsch oder habe ich das in der Kürze der Zeit nicht geschafft, aber ich habe, wie man sehen kann, einige Trainingspartner jetzt für die Zukunft dabei, sodass ich das hoffentlich in der nächsten Zeit zusammenbringe. Also wir sehen hier, Eker läuft, stark vertreten. Eker läuft eine Aktion von uns seit 2010, die wir gruppenweit machen. Neben der Gesundheit im Unternehmen ist es auch für einfach einen wohltätigen Zweck. Und man kann sicher sagen, dass wir seit 2010 haben wir ca. 1 Million Euro gruppenweit durch Eker läuft spenden können, macht der Gaudi. Und nochmal vielen Dank für die Nominierung. Wir sind natürlich zu einem Riesenspaß angetreten zur Grillbowl Challenge von Eker heute und wollen aber neben dem Spaß natürlich auch den Zweck dieser Veranstaltung, nämlich auch was Karitatives zu tun, nahe kommen. Und da haben unsere Mitarbeiter eigentlich die Spende erlaufen, denn Eker läuft heißt, dass unsere Mitarbeiter für den guten Zweck laufen, und aus diesem Topf heraus dürfen wir heute 2000 Euro spenden. Ja, und wir haben uns entschieden, die Spende dem St. Anna Hilfsverein zukommen lassen, der da regional karitative Dinge leistet. Und wir freuen uns, dass wir das tun können. Ja, natürlich wollen wir auch den Spaß und auch den guten Zweck von der Grillbowl Challenge weiterführen und haben uns da 3 lokale Unternehmen im Umkreis ausgesucht, die wir jetzt dann nominieren. So, als erstes möchten wir die Firma Tankstelle BP Salcha in St. Johann nominieren. Neben Kaffee und gutem Weckerbier hat der Gust auch eine sensationelle Waschstraße. Gust, wir hoffen, du nimmst die Herausforderung an. Viel Spaß! Ja, als Nummer 2 dürfen wir ganz eine besondere Firma nominieren, die was ab und zu ja bei uns im Werk ein paar Arbeiten durchführt. Das wäre die Firma Bodner, unter anderem an Franz Wiesenflecker mit seinem Team. Und Wiesflecker, passt, ist alles live, also man sieht, dass das live ist. Und ja, wir freuen uns und auf alle Fälle darf man uns auch freuen, Franz, wenn du auch ein paar flotte Bienen dabei haben und Nico der Womanda. Yeah!
So, und last but not least, ich hoffe, es ist richtig, die Firma Steinbacher Dämmstoffe in Erpfendorf, allen voran an Roland Heppel, wo wir gehört haben, der sollte die besten Grillwürste der Welt machen. Das soll ich einmal beweisen. Und ja, viel Spaß damit und ich glaube, wir jetzt auch noch was. Also wir haben jetzt drei, glaube ich, richtig zackige Nominierungen. Wir gehen einmal davon aus, dass die Herausforderung, die Challenge annimmt. Und binnen den nächsten 10 Tagen, also wir geben euch ein paar Tage mehr Zeit, weil wir haben gesehen, 7 Tage sind schon ein bisschen stressig. Und falls ihr die Herausforderung doch aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht annehmen könnt, dann würden wir euch bitten, einfach für einen wohltätigen Zweck zu spenden. Weil ich sage, wie man sieht, Eckerbier haben wir genug. Essen, Jausen, der Leute sind es eh nicht, oder mir halt einmal zumindest. Deshalb, wir freuen uns auf 3 gewaltige Videos, die wir spätestens in 10 Tagen im Internet sehen. Yeah!